70 Tage, 70 Videos, immer um 17 Uhr. Das ist mein 70.000 Abonnenten-Special an euch da draußen. Und heute Q&A Friday. 10 Fragen, 10 Antworten mit dem Frautschi. Das und mehr nach dem Intro. Heute wieder 10 Fragen aus der Community. Ihr könnt ganz selbstverständlich wieder unten in den Kommentaren weitere Fragen stellen. Nächsten Freitag gibt es das nächste Q&A. Und jetzt aber ab zum Frautschi. Du hast für mich die ersten Fragen. Lieber Thomas, welches Kommunikationsgerät empfiehlst du? Was sind die Unterschiede zwischen den günstigen und den ganz teuren? Die Unterschiede primär sind in den Lautsprechern. Also klar, die Bedienbarkeit von billigen Intercoms finde ich jetzt nicht toll, die ist nicht gut, aber die teuren Intercoms machen auch nur sehr wenige Punkte besser, die aber die Handhabung im Gesamten vereinfachen. Tonqualität ist bei den billigen Intercoms schlecht, bei den teuren Intercoms okay. Ergo, es gibt eigentlich keine richtige Lösung und man muss sich selbst entscheiden, will man viel Geld ausgeben oder wenig Geld. Wenn es nur um das Kommunizieren miteinander geht, reicht oftmals auch ein sehr billiges Intercom. Drosseln oder erst ein Motorrad mit 48 PS kaufen und später wechseln? Das ist eine Typfrage meiner Meinung nach. Das kommt halt darauf an, bist du schon mal Motorrad gefahren, weißt du, dass dir Motorradfahren taugt und kommst du gut klar mit dem Motorrad? Wenn du weniger Leistung hast, dann geht's, oder beziehungsweise wenn du ein leichteres Motorrad kaufst, das weniger Leistung hat als eben zum Beispiel ein großes Motorrad und das Drosseln, ist es oft leichter. Aber anders muss man auch sagen, wenn du viel Elektronik haben möchtest, dann kommst du ums Drosseln gar nicht rum, weil die meisten kleineren Motorräder haben kaum Elektronik verbaut. Und da rede ich um Kurven, ABS, Schräglagenabhängige Traktionskontrolle, ja, das auch. Das gibt es zum Beispiel bei der 97 Duke L. Wenn ihr da hinklicken wollt, könnt ihr aufs i klicken, da gibt es ein eigenes Video. Und falls ihr euch fragt, was das für ein geiler Hintergrund ist, wir sitzen gerade hier in der Motorhall, unten in der Werkstatt, in der lebenden Werkstatt, glaube ich heißt das hier, und schauen uns so ein bisschen hier um und haben uns gedacht, das ist der perfekte Ort für 10 Fragen. Weiter geht's. Könntest du auch einmal ein Video mit lustigen Momenten oder Outtakes machen? Fabian, Josti. Wir haben es gesagt. Ja, Lust habe ich schon drauf, nur wenn ihr wüsstet, was wir da bei den Produktionen anstellen und machen, ich glaube, dann wollt ihr es mir nie wieder sehen. Ich finde das eine gute Idee. Da gibt es schlimme Szenen. Bist du deppert? Würdest du jemals wieder ein Motorrad ohne ABS kaufen? Ja, ja. Also grundsätzlich, wenn du Motorrad fahren kannst, ist ein ABS eine Unterstützung und es wird in Gefahrensituationen oder in Situationen, wo du nicht dran denkst, sicher helfen. Aber ein erfahrener, geübter Fahrer kann kein ABS etwas ausgleichen. Jetzt nicht hundertprozentig, aber man kann das etwas ausgleichen. Und ich muss ehrlich sagen, ABS ist wichtig, aber es ist jetzt nicht das Nonplusultra. Geil ist es, wenn es dann wirklich schon schräglagenabhängig auch wird, mit Traktionskontrolle in der Kombination, diese zwei Systeme, ABS, schräglagenabhängig und schräglagenabhängige Traktionskontrolle, das sind die zwei Punkte. Wenn die gemeinsam da sind, dann ist es echt ein Wahnsinn. Dann kann auch keiner fahren, also dann können weniger erfahrene Fahrer auf der Straße das noch ausgleichen. Habe ein Moped. Was wird bei einer Kontrolle der Polizei kontrolliert? Nur die Geschwindigkeit oder auch Abgaswerte oder ist das unterschiedlich? Kommt auf die Kontrolle an. Also wenn du im Prüfzug landest, wird einmal alles kontrolliert. Wenn du bei einer normalen Polizeikontrolle landest, kann es sein, dass nur geschaut wird, ob der DB-Killer drin ist. Ich glaube, es gibt keine Motorrad-Polizeikontrolle, wo der Polizist nicht nach hinten geht und schaut, ob die E-Nummer am Auspuff ist. Da gibt es keine Kontrolle mehr ohne dem. Mopeds grundsätzlich zu schnell, die kann man auch noch auf eine Walze stellen und viele Polizisten oder Polizeistationen haben auch noch eine Moped-Walze. Das heißt, ich war insgesamt 4-mal auf der Walze eigentlich gestanden. Das ist nicht so selten, dass es vorkommt, wenn du in der Stadt mal unterwegs bist. Am Land kommt es eher selten vor. Da muss dann wirklich der Prüfzug da sein, dass die erwischt. Motorrad immer mit Killswitch oder Schlüssel umdrehen ausmachen? Das ist auch so ein Mythos. Boah, das werde ich lustigerweise oft gefragt, gerade von Anfängern, und ich sage euch eins, das ist komplett egal. Wenn ihr mit Killswitch tötet, dann vergesst nicht, den Zündschlüssel abzuziehen und die Zündung nicht laufen zu lassen, weil sonst ist die Batterie aus. Aber es ist egal, ob ihr einen Killswitch nennt oder das Zündschloss macht, das ist wurscht. Das tut nichts zur Sache. Oder Seitenständer. Ja, das ist. Ich mache Seitenständer mittlerweile sehr gern. Würdest du einen Rollerfahrer grüßen, wenn er dich grüßt? Ja. Also ich grüße eigentlich alles, was mich grüßt. Hallo. Hallo. Ich bin doch eigentlich ein Mensch, entschuldigen Sie. Was ist deine Lieblingsmotorradklasse? Enduro, Supersportler, was auch immer. Ich weiß genau, dass ich auf euch stehe, was ein Zweirad hat. Es ist komplett wurscht, egal ob es Enduro, Onroad, Offroad ist. Aktuell macht man meistens Spaß, aber Offroad eigentlich. Also das Offroad macht, Offroad und Rennstrecke macht man aktuell den meisten Spaß, weil Straße vorher halt einfach schon sehr viel. Und da bin ich einfach auch schon sehr routiniert mittlerweile, glaube ich.
das ist einfach nicht mehr dieser Adrenalinkick, den ich auf der Rennstrecke oder im Offroad verspüre. Im Winter wurde von KTM geleakt, dass 2021 neue Modelle kommen, darunter auch eine 93 Supermoto. Kannst du dazu schon Näheres sagen? Also grundsätzlich mal sitzen wir hier im Herzen von KTM und Husqvarna in der KTM Motorhall. Und ja, ich spreche natürlich auch mit den Mitarbeitern und ja, es fahren hier einige Erlkönig herum. Erlkönig sind Motorräder, die Vorserie sind, die hier getestet werden und gefahren werden. Ich habe jetzt noch keine kleinen Bikes gesehen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ich denke schon, dass sowas kommen wird. Ich denke auch sehr bald sogar, ich denke, dass wir schon im Herbst die ersten Modelle sehen werden. Ob da jetzt ein Supermoto dabei ist, ob endlich KTM den Weg zu Supermoto geht, weiß ich nicht. Aber ich denke schon, dass wir da in der Richtung was sehen werden. Welche Schutzkleidung empfiehlst du bei einer Supermoto? Lederkombi. Ich glaube, egal welches Motorrad, ich würde immer die Lederkombi bevorzugen. Auch wenn man sagen muss, dass das Adventure-Quandl gemütlicher zum Tragen ist. Eine Lederkombi, da habe ich einfach immer ein besseres Gefühl drauf. Ich würde sagen, die du trägst. Ding. Ja, die du trägst, ja, okay. Die richtige Schutzkleidung ist die, die man trägt. Ja. Und bitte tragt Handschuhe. Ja, bitte Handschuhe. Kardan, Riemen oder Kette, was ist deiner Meinung nach am besten? Also Kardan, Vorteil, kaum Wartung bzw. keine Wartung. Nachteil, es ist schwer, es ist einfach schwerer als andere Elemente und mit Lastwechsel, das hat eigentlich auch nur BMW wirklich so hinbekommen, dass es funktioniert. Riemen ist auch wartungsarm. Nachteil, muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt beim Riemen nicht, er ist auf jeden Fall auch wieder leicht. Und bei der Kette haben wir ganz klar den Vorteil, leicht, Bauform, es braucht ein bisschen mehr Wartung, das ist so der Nachteil. Und das mit Lastwechsel funktioniert auch besser. Wieder eine der wichtigsten Fragen, Tom. Magst du Bratwurst? Nein, mag ich wirklich nicht. Wann empfiehlst du ein Nakedbike und wann eine Supermoto? Also, das ist auch so eine Typfrage eigentlich wieder. Wenn ich groß bin, werde ich mir ein Supermoto nehmen. Klar komme ich auf der Naked auch runter, aber wenn ich groß bin, macht der Supermoto einfach zum drückenden Fahren mehr Spaß. Supermoto-Vorstell, ist einfach leibend. Geht auf der Naked auch. Die Naked ist dafür ein bisschen sportlicher zum Fahren teilweise und oftmals hat es auch mehr Leistung. Also es gibt Nakeds mit unfassbaren Leistungsdaten. Und das gibt es halt im Supermoto-Segment nicht, weil der Supermoto leicht ist. Und da ich persönlich auf leichtem Moped stehe, würde ich mir ein Supermoto nehmen. Naked-Bikes sind halt einfach leistungstechnisch geiler. Und die Auswahl ist größer. Genau, und die Auswahl ist größer. Also hoffentlich wird die Supermoto-Auswahl irgendwann mal größer auf dieser Welt. Was ist der wichtigste bzw. beste Tipp, den du Anfängern geben kannst? Den haben wir auch schon mal gehabt. Du musst den Leichen einfach lassen. Das ist gemein. Der wichtigste Tipp ist für mich persönlich, glaube ich, jetzt wenn wir die Kurvenlinie schon gehabt haben und die schon gelernt haben, ist, dass du lernst, wie Bremsen richtig funktioniert, wie dein Fahrzeug arbeitet. Also die Fahrzeugbeherrschung, glaube ich, ist das nach der Kurvenlinie, wenn du die beherrschst. Also es ist eigentlich eins, das funktioniert gleichzeitig. Du musst Fahrzeugbeherrschung lernen und Kurvenlinie. Das sind so die wichtigsten zwei Dinge eigentlich. Und Bewegungsabläufe. Bewegungsabläufe trainieren. Das ist ein, ich locke Bewegungsabläufe ein. Weil Bewegungsabläufe sind das, was wir am meisten geholfen haben. Im schneller werden, im besser fahren, waren die Bewegungsabläufe. Ja, Freunde, das waren nun 10 schnelle Fragen. Danke an den Frautschi fürs Vorlesen und wenn ihr mal den Frautschi mal ein paar Fragen beantworten lassen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann muss er sich mal vor die Kamera setzen. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!